Spektakuläre Nikolausaktion am Klinikum Pirna. Die Höhenrettung der Freiwilligen Feuerwehr Heidenau überraschte die Kinder. Unterstützt von den Kameraden aus Pirna wurde großes Besteck aufgefahren, denn der Nikolaus hatte einen besonderen Plan. Nicht durch die Tür, sondern durchs Fenster wollte er die kleinen Patienten überraschen. Wir sind hier Teil der bundesweiten Abseilaktion. Also auch ganz viele andere Höhenrettungseinheiten im Land führen gerade diese Aktion durch und überraschen Kinder auf den Stationen. Wir als Höhenrettung haben uns gesagt, wir möchten da Teil sein. Auch wir möchten auf den Kinderstationen ein bisschen Glück verteilen und haben uns gedacht, heute seilen wir den Nikolaus in die Kinderstation ab. Regen, Wind und Kälte konnten dem Nikolaus nichts anhaben. Vom Korb der Drehleiter aus ging es auf die Kinderstation. Eine solche Aktion hatte es hier noch nie gegeben. Entsprechend groß war die Freude. Also der Nikolaus hat mir schon gespiegelt, dass es eine sehr schöne Aktion auf der Station war. Die Kinder waren da wohl sehr überrascht. Ich selber hatte nicht das Glück, mit dabei zu sein. Als Verantwortlicher kreist man ja immer ein bisschen um das Geschehen. Aber ich habe mir schon von den Beteiligten und vom Nikolaus sagen lassen, dass dort sehr viele fröhliche Gesichter anzutreffen waren. Die Höhenretter aus Heidenau kommen im Jahr auf einige Einsätze. Dieser aber war eine echte Herzensangelegenheit. Fast wäre der fliegende Nikolaus ins Wasser gefallen, doch die besondere Aktion musste einfach gelingen. Wir haben das heute hier zum ersten Mal gemacht. Deswegen war das natürlich für uns auch die Herausforderung, neue Bedingungen, neue Begebenheiten. Dazu kam das nicht ganz optimale Wetter, das der Nikolaus hier mitgebracht hat, um sich von der Drehleiter abzuseilen. Eigentlich haben wir den Namen Schönwetterretter, den sagt man uns nach. Das hat heute leider nicht geklappt. Nichtsdestotrotz konnten wir die Aktion hier gut durchführen und der Nikolaus ist gut in die Fenster gekommen. Freude bereitet, Geschenke verteilt. Jetzt braucht es nur noch eine baldige Genesung. Dann heißt es für alle Beteiligten frohe Weihnachten.